Nach dem Besuch des Rodeo Drives genehmigen wir uns bei uns zu Hause auf dem Balkon eine kleine Kaffeejause. Die größte Mittagshitze verbringen wir dann am Pool. Mittels der Uber-App haben wir uns einen Wagen bestellt. Wir fahren in den Fashion District. Der Fashion District ist ein Design-, Lager- und Vertriebsknotenpunkt der Bekleidungs-, Zubehör- und Textilindustrie in Downtown Los Angeles. Der Fashion District umfasst 90 Blöcke und ist der Knotenpunkt der Bekleidungsindustrie an der Westküste der Vereinigten Staaten. Tausende von Fashion-Großhändlern säumen die Straßen des Los Angeles Fashion District. Zum Fashion District gehört unter anderem die Santee Alley, wo wir jetzt gerade sind. Santee Alley hat 7 Tage die Woche geöffnet, bei Regen oder Sonnenschein, einschließlich aller Feiertage. Hier in Santee Alley gibt es mehr als 150 Shops. Ob Schuhe, Bekleidung, Accessoires, Kosmetikartikel, so ziemlich alles ist hier zu kaufen. Die Geschäfte öffnen um 9.30 Uhr, schließen allerdings um 18 Uhr. Da wir erst gegen 17 Uhr hier eintreffen, bleibt uns leider nicht mehr viel Zeit, um alle Shops zu besuchen. Diese silbernen Pantoffel findet man heute in unserer Schwimmhalle. In diesem speziellen Shop gibt es ausschließlich weiße Kleidung. Sicher nicht da, dass er da zu lang geht.
Da denken wir natürlich sofort an die Vollmondfeste auf Sri Lanka, wo man Weiß trägt. Sollte uns der Hunger überkommen, finden wir auf den Straßen jede Menge Foodtrucks. Vor fast jedem Shop wird man mit Musik berieselt. Im März und im Oktober findet hier im Fashion District übrigens die Los Angeles Fashion Week statt. Dann werfen die Prominenten, die Designer, die Medien Blicke auf die neuen Kollektionen und Trends. Die Studios und Showrooms der Designer sind allerdings nur für den Handel zugänglich. Der Rest des Fashion Districts allerdings auch für die Öffentlichkeit. Insbesondere natürlich Santi Alley, dieser riesengroße Modenbazar. Bis zum Jahr 2006 wurden hier übrigens auch jede Menge Fälschungen verkauft. Erst eine große Polizeirazzia im Jahr 2006 beendete diesen Unfug. Ja, das ist der Platz von ganzem Dorfblock dazu. Niemand her jetzt. Ob diese Händlerin wohl selbst auch Perücken trägt? Dieses Kleid hätte Doris gut gefallen. Aber leider gibt es das Kleid nicht in der gewünschten Farbe. Wahrscheinlich zumindest. In manchen Shops wird man auch daran erinnert, dass gerade Oktober und damit Halloween-Zeit ist. Hier in diesem Laden hätte uns eine Tasche gut gefallen, aber leider ist der Händler nicht auf unseren Preisvorschlag eingestiegen. Aber von der Größe kann man ziehen, oder? Von der Größe kann man ziehen. Also das ist ja nicht schon zu hoch. Die kann man jetzt 39 oder wie genau? Es geht gegen 16 Uhr und die Shops beginnen langsam zu schließen. So müssen wir uns also zügig auf den Weg machen, um noch ein paar Eindrücke mitnehmen zu können.
Als wir Sentinelle verlassen, haben mehrere Hubschrauber eine fixe Position am Himmel eingenommen. Was das Ganze soll, finden wir leider nicht heraus. Dieser Laden hier sperrt gerade zu. Trotzdem können wir hier noch eine schöne Tasche erwerben. Zum Zusperren noch zugeschlagen. Wir verlassen jetzt den Fashion District Richtung Broadway.